angefangen haben, war vor ungefähr einem Jahr mit den ersten Planungen, die ersten Entwürfe, die ersten Ideen, die ersten Konzepte. Richtig losgelegt haben wir dann im Januar, Februar mit der Auswahl der Bausätze. Und haben dann nach kurzer technischer Abklopfung gesagt, wir sollten eigentlich hergehen und sollten für alle Gruppen passende und dementsprechend vom Deutschen Seitenkistenverband vorgeschriebene Bausätze nehmen, damit alle die gleichen Lager, die gleichen Räder, die gleichen Vorbedingungen haben, das Chassis als solches. Also die spezielle Herausforderung war erstmal, alle Länder unter einen Deckel zu kriegen. Viele Länder, viele Fragen. Manche kannten überhaupt keine Seifenkiste. Viel Aufklärungsarbeit für die Sache. Actually, we were having some difficulties in building up the soap box, but we have managed it somehow by our great teamwork between the coordination from Hase Winkel and from India. Im Hase-Winkler Land, Meeresspiegel 84 Meter. Da kann ich donnerstags schon sehen, wer sonntags zum Kaffee kommt. Das heißt, wir mussten irgendwie unseren Berg hier ein bisschen künstlich erhöhen. Das ist eine Einmaligkeit, die sich, denke ich mal, in anderen Firmen auch in der Art und Weise sicherlich geben wird. Aber in dieser dementsprechenden Konstellation, so wie es bei Klaas ist, allein durch das Fußballturnier, durch Seifenkisten, durch Austauschmaßnahmen. Man kennt sich untereinander und man kommuniziert auch miteinander. Und ich denke, das ist einmalig. Das ist mir so nicht bekannt. Wir sind super zufrieden mit der Veranstaltung. Wir sind sehr zufrieden mit den Zuschauerzahlen. Was uns total überrascht hat, ist die Freude und der Enthusiasmus aller Teams, was die abgefeiert haben, wie die mitgemacht haben, wie die ihre Seifenkisten angefeuert haben. Und da sind wir wirklich ja, einfach nur glücklich drüber, dass alles gut gelaufen ist. Ja, Daumen hoch. Soapbox Derby. Ja?